Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit zu Video Nummer 19, Türchen Nummer 19. Heute sind wir noch mal im Zodiac, morgen geht's weiter mit Trika, versprochen. Wir machen heute den Run des Wu, auch wieder einer, der am Donnerstag stattfinden kann, wenn ihn einer machen möchte. Der Run ist auch ein bisschen heftiger, da musste man noch mal in die zweite Ebene, weil wir nicht geklickt hatten. Wie ihr sehen könnt, ist der quasi Eis. Also, wir werden es dann gleich noch sehen. Ist ein Ice Run. Da muss man halt gucken, wenn man nicht genügend Eisdef hat, dass man vielleicht Eisfische oder sowas einsetzt. Der hat irgendwie so Pferdebosse. Also, man sieht es ja an dem Boss an sich, dass er aussieht wie ein Pferd irgendwie. Vom Damage her, also was er an Fähigkeiten hat, sieht man jetzt noch nicht viel, weil der irgendwie relativ einfach durchging. Aber ich kann es euch sagen, ihr werdet es oben sehen. Oben beim Boss, also da wo ja normalerweise, die meisten kennen sie ja jetzt mittlerweile aus, wir haben ja immer das gleiche Prinzip. Da an der Ebene, an der man normalerweise die Kanonen und so hat, da ist es extrem gewesen, also... So extrem wie in diesem Run war es bisher noch in keinem, weil der hat uns richtig geärgert. Die Ebenen gingen ja noch alle. Da musste man ja wenigstens nur alle Monster töten, wie immer. Dann hier die komische Statue, das ist ja immer das gleiche, was man da so machen muss. Und daher, das war jetzt eigentlich nicht schwer, wir hatten sogar relativ Glück, weil wir halt 100 Monster hatten. Und hier hat man halt zum ersten Mal gesehen, dass man versteinert werden kann. Das ist halt immer wieder mal nervig. Gut, aber wir sind trotzdem relativ zügig nach oben gekommen. Wir haben auch mittlerweile in den Runs eigentlich auch ein paar Platzierungen gewonnen. Klar, es ist immer wieder einer, der den ersten Platz oder so belegt. Aber es war uns jetzt auch nicht hauptwichtig. Wir haben uns so gesagt, okay, wir probieren mal. Vielleicht kommen wir ja irgendwo auf die Rangliste. Einfach so just for fun. Und... ja, da sind wir ein paar Runs wirklich schon auf den Top 10 Listen gelandet. In einem Run haben wir es zwar verkackt, weil wir auf der 40. Ebene ausgelockt haben und somit nur auf 39 waren, sonst hätten wir da sogar Platz 1 gehabt. Das wäre lustig gewesen. Ja, aber ansonsten war der Run nicht schwer. Bis zum oberen Zeitpunkt. Ihr seht ja, der geht eigentlich relativ durch wie nix. Das Video wäre auch dann relativ kurz geworden, weil wir halt durchaus schon eine ordentliche Speed hatten. Hier in der 27. da gab es halt Probleme, weil wir haben zu viele Mädchens angehittet. Und dann waren zeitweise die Leute alle versteinert. Das war natürlich ein bisschen tricky. Und wir mussten dann halt mit den Nebenchars probieren, uns dann halt wieder zu entsteinern. Und das ist ein paar Mal fehlgeschlagen. Wir haben es immer mal wieder probiert. Also das ist halt immer das Nervige. Daher, der Run ist jetzt eigentlich nicht so zum Machen zu empfehlen. Und vor allem, wenn man jetzt dann gleich sieht, wie es oben dann halt abgeht. Schon mal vorweggenommen, es gibt auf jeden Fall keine Kanonen. Dass man den Boss irgendwie mit Kanonen wieder kaputt machen könnte. Und ja, wir sind jetzt zeitweise schon relativ lang versteinert gestanden. Und es war sehr, sehr unübersichtlich wieder. Also man hätte wieder als... weniger Steine gleichzeitig anhitten sollen, sondern direkt wieder nur auf einen, dann geht es schon relativ besser. Aber das war halt leider ein Fehler, alle parallel zu hitten. Aber wir sind ja gut durchgekommen. Nächste Ebene, wieder diese komischen Metin-Steine, die Bonus-Ebene. Die überspringe ich ja mittlerweile recht rasch. Da hat man relatives Pech mit den 8 Metins. Die musste man dann halt so leider machen. Und die haben halt auch diese Versteinerungsfähigkeit. Deswegen sollte man da auf keinen Fall alle gleichzeitig anhitten. Das wäre auf jeden Fall ein Fehler. Aber es ist halt auch so, gut, wir hatten jetzt hier schon 5 Metins, 6 Metins. Also viel hat da eben nicht gefehlt. Dann war man zeitweise wieder versteinert, konnte nicht richtig hin. Aber dennoch ging es eigentlich gut durch. Dann waren wir auf 3, oder sind auf 33. Da hat man leider Pech, da musste man den 33er Boss packen. Das war miese Brise, sage ich mal so. Weil das ist halt immer so eine Sache, der, wenn der spawnt, dann verliert man halt gleich so 3-4 Minuten Zeit. Die man eigentlich, wenn man jetzt so durchzieht, jetzt nicht unbedingt verlieren möchte.
weil man möchte ja relativ schnell den Run beenden und Schatullen farmen und so weiter. Und da ist halt der Boss, egal in welchem Run es geht, immer ein bisschen dumm. Aber egal, wir haben auf jeden Fall durchgezogen. Das war jetzt eigentlich auch nicht das Problem. Der ging sogar dann relativ gut, als wir dann den Trick so raus hatten. Und die Versteinerungsattacke kennt man nicht. Das ist jetzt die hier. Da konnte man dann halt sich wieder entwandeln mit Buff und so weiter. Also das war jetzt eher weniger das Problem. Klar, der läuft manchmal weg, wenn alle versteinert sind. Dann verliert er halt seine Aggro. Aber ansonsten war jetzt da eher weniger das Problem. Aber dann, also wir waren die Ebene jetzt noch zu Ende. Und dann haben wir halt gedacht, oh, das geht eigentlich. Das ist halt so ähnlich wie damals der Run mit dem Versteinern. Das geht eigentlich gut fix. 80 Monster, wie immer. Und dann ist es ja die Endebene, die 34. Und dann ging's los, ich sag's euch. Mehr so knapp und so eine Krise wie in diesem Run hat man bisher wirklich noch nie. Also der war wirklich einer der bittersten Runs, die wir in der Serie jetzt hatten. Wir haben ja noch zwei. Also beide am Montag, die Runs, die fehlen noch. Dann haben wir wirklich alle Runs gezeigt, die es gibt vom Zodiac. Aber ihr seht ja, eigentlich geht er gut runter. Wir haben es gut im Griff. Wir haben die Fähigkeiten, die versteinern auch gut im Griff. Da manchmal versteinern er noch alle, aber er geht eigentlich gut runter zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir uns gedacht, na, das ist ja eigentlich ganz schnieke. Dann haben wir es wenigstens gleich geschafft. Also so schwer ist er eigentlich nicht. Weil wir haben halt auch schon die Attacke ausgespäht und alles. Also die Taktik hat schon mal gepasst, nennen wir es mal so. Dann war er schon zur Hälfte runter und dann, ja, dann war es für uns klar, gut, wir machen es eigentlich ganz gut. Wir entwandeln uns, wenn er direkt uns verwandelt. Und dann passt eigentlich alles. Wieder aufstehen, alles wieder reinhitten und wieder loskämpfen. Gucken, wenn er versteinert, wieder wegrennen und die anderen entsteinern, die es getroffen hat. Und dann war er eigentlich auch schon fast down. Dann haben wir uns gedacht, ja, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Schaffen wir auf jeden Fall. Waren es ja noch um die 6 Minuten Zeit, also genügend Zeit, um ihn dann noch komplett runter zu hitten. Kanonen gibt es ja keine, da hat es mich nochmal erwischt. Und dann war er plötzlich wieder voll. Wir haben uns gedacht, okay, das ist halt so wie beim letzten Mal. Dann wird er halt wieder voll, dann müssen wir halt nochmal komplett alles machen. Direkt wieder los, probiert wieder die Taktiken zu machen, gucken, dass nur einer vielleicht verwandelt wird und so weiter oder halt versteinert wird. Und dann halt wieder voll drauf, Ohnmacht rein, so wie immer, die gleiche Taktik. Und dann hat er auch schon zeitweise schon lange in Ohnmacht gestanden. Und man sieht es ja, manchmal geht er schon relativ gut runter. Er geht zwar auf die Nebenchars, aber ja, im Großen und Ganzen sieht man jetzt, er geht gut runter. Wir haben ihn gut fixiert und so weiter. Das war schon mal richtig nice. Und klar, da hat uns wieder versteinert. Da muss man uns wieder entsteinern. Das ist nun mal so. Wir hatten noch 4 Minuten 30. Da war eigentlich noch alles so ganz normal. Da haben wir gedacht, gut, dann haben wir halt einmal jetzt so eine Phase gehabt, an der er wieder hochgehielt ist. Das hatten wir ja schon in meinem Run. Vielleicht die Leute, die quasi mal öfters diese Videos geguckt haben, die wissen, dass es so einen Run mal gab. Da hat er sich komplett hochgehielt. Und in dem Zeitraum schafft man es dann auf jeden Fall, dass er nochmal runtergeht. So, dann waren wir eigentlich kurz vorm Ende. Und dann ist halt leider wieder was passiert, natürlich. Er hat sich ein zweites Mal hochgehielt. Ein zweites Mal. Das heißt, der Run, und das hat auch nichts mit Zeit zu tun. Das war komplett random. Also 3 Minuten 19, beim anderen waren es, glaube ich, 6 Minuten 30. Also es war komplett random. Somit hat es was mit dem TP-Stand zu tun. Und dann heilt er sich quasi zweimal hoch. Deswegen, aktuell muss ich sagen, ist das der heftigste Run, den es meiner Meinung nach gibt. Weil zweimal hochhealen, ich weiß nicht, ob den jemand solo überhaupt schaffen kann. Keine Ahnung. Aber der hat sich halt einfach zweimal hochgehealt, was echt bitter ist. Und das ist wirklich der krankeste Run, in dem wir jetzt bisher waren. Beim dritten Mal, ihr seht ja, die Zeit ist halt auch extrem knapp. Wir hatten nur noch 1 Minute 40 und wir wollten halt wirklich nicht failen, nochmal alles rein an Angriff und gucken, dass wir den irgendwie in irgendeiner Weise noch schnell runterkriegen.
aber es war brutal knapp. Letztendlich haben wir ihn dennoch geschafft, also eine Minute hat man noch. Ihr seht, er geht zumindest mal runter. Aber wirklich einer der krassesten Runs, die es wohl im Zodiac gibt, dieser Wu. Ich hoffe, dass euch das Video so gefallen hat. Bleibt dran, lasst ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.